Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever 2. Mein Name ist Seth, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hierher gefunden hast. Das freut mich. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, beim letzten Mal haben wir diese Linie hier eingerichtet mit diesem Wahnsinnszug von 320 Metern. Und ja, wir wollen mal gucken, wie sich das hier rentiert, ob sich das rentiert. Dass wir das hier auch bekommen. Jetzt kommt der Zug erst an hier. Das ist einfach nur awesome. Einfach nur awesome. Ah. Lädt ab. Mit Tour könnten wir natürlich ordentlich Plastik weiterleiten. Aber na gut, wir könnten ja vielleicht auch noch mal versuchen, Rohöl. Nee, wir brauchen Öl. Dann müsste das mit zurücknehmen, teilweise. Dorthin bringen. Also ist ein ziemliches Hin und Her. Aber mal gucken, wie wir das machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Also, die Schiffe jetzt hier, die werden wir jetzt mal ändern. Und zwar Linie verwalten. Linie verwalten. Steine Dornheim. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Containerschiff Rostock. Modernes Container-Fiederschiff ist das. 1252 kann der mitnehmen. Eine Fuhre. Machen wir. Alter, Alter. Boah. Ist das der Hammer? Freunde, ist das der Hammer? Das ist ja mega. Das sieht geil aus. Das ist geil. Was für ein geiles Teil. Und jetzt kommt schon wieder was Neues. Der TGW ist da. Der TGW. Der TGW. Ah, er bringt mit 137. Bin mal gespannt. Komm, lad aus. Dann kommt der andere schon. Ich werde irre. Eventuell müssen wir ein bisschen weniger draufpacken, weil die haben doch viel, viel Möglichkeiten mitzunehmen. Jetzt gucken wir mal, der ist wahrscheinlich zu überpowered jetzt. Wie lange brauchen die denn? 4 Minuten Takt. Naja, es liegt ja schon wieder 123, ne? So ist er nicht. Oh, wir haben hier nochmal Kohle, sehe ich gerade. Wir könnten nochmal Kohle ranholen, Alter. Wir knallen hier alles voll, was geht. Okay, die kriegen schon gar nicht mehr weg. Das ist abartig. Hier liegt auch schon wieder gut was. 120. Naja, gut. Die machen zumindest schon mal Kohle, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir könnten das Ganze natürlich, wie gesagt, forcieren. Wir nehmen es ja auch wieder mit. 109. Kriegen sie gar nicht weg richtig hier, die Jungs. Regel, das. Okay, da müssen wir nochmal nachlegen, glaube ich. Fahrzeuge, da müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen. Noch mehr draufbringen. Und der Kreisel hier, der funktioniert einwandfrei, ne? 1A. So muss das sein. So, wie sieht es denn hier aus bei unserem Stahllager? Das sieht doch hier jetzt mittlerweile
Der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Mal wieder. Oh, oh. Also, es ist doch nicht normal, was die hier an Kohle wegschlucken. So viel kannst du gar nicht ranbringen. Also, so viel kann ich gar nicht ranbringen. Das ist ja Wahnsinn. Wie viel soll ich denn noch ranknüppeln? Alter Falter, ey, was ist denn hier los? Normale Geschwindigkeit. Jetzt gucken wir mal nach unseren Fahrzeugen. Was ist denn hier wieder kaputt? Sehr schlecht. Der hier. Steineerntebrück. Okay, dann wirst du ersetzt. Steineerntebrück. Ersetze. Ja, ich arbeite doch dran. Nicht hetzen, Kumpel. Diesel. Haben wir da was Neues mittlerweile? Weihnachtsedition? Mhm. 2,9. Elektrisch. Triebwagen, Diesel. Diesel. 1,1 ist zu wenig. No-Hab. 1,6. Die Renf. Naja. Die nehmen wir mal. Was wollen wir ersetzen? Steine. Cargo. Das ist nicht... Das wäre hier der Hopper. 16, der packt das auch. Der Hopper schafft es auch. Der Hopper. Oder der offene Güterwagen EAOSZ. Der kann alles mitnehmen. Hopper schafft 130. Wir holen den Hopper. So, okay. Die sind auch ersetzt. Was haben wir noch für Probleme? 16 neue Fahrzeuge, ey, das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch abartig. Verfluchte Axt, ey. Ah, keine Chance. Keine Chance. Das ist Wahnsinn, oder? Was hier vollgeballert wird. Alter Falter, ey. Okay, also, der hier, Erntebrücke, ist auch schon wieder. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Triebwagen nehmen wir auf jeden Fall. TGW ist zu übertrieben. Nicht für die kurze Strecke. Das bringt's nicht. 57 zu 20. Diesel. 1,5. Und der elektrische hat 400. Diesel. 34er. 88er. 16. Dann nehmen wir den hier. Mit 34. Zu 20. Genau. Als Diesel-Variante ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Gucken wir uns doch gleich mal an. Hier liegt ordentlich Kohle, das ist gut. Wo sind sie denn? Wo ist denn mein Zug? Ah, die machen Gewinn hier, das ist ja Wahnsinn. Die machen Gewinn, das ist gut. Aber wo ist mein anderer Zug? Wo sind die denn jetzt? Wollen die mich verarschen? Hallo?
ist er denn in der Burg Heiligenstadt Person? Hat er jetzt nicht... Wieso hat er das denn nicht gemacht, ey? Was hat er das nicht gemacht? Ich werde irre. Mann. Aber die Frage ist, kommen wir da rauf? Müssten wir ja eigentlich. Die waren das. So, und... Da, so, jetzt aber. Da ist er. Ja, eine Schönheit ist er nicht gerade, ne? Aber... Na, mein Gott. Halten... Ja... Typisches 80er-Jahre-Modell. Wie gesagt, keine Schönheit, aber... Mein Gott. Für die Kurzstrecke reicht es. Na, ja, für die Strecke hier wird es reichen. So, dann haben wir das erledigt. Wie sieht's dann aus? Hier haben wir noch welche. Die hier, Kohle, Heiligenstädt. Na, das ist, kommt doch wie gerufen. Das sind doch meine kleinen Lieblinge. Gewähltes Fahrzeug ersetzen. Diesel, da kriegst du auch jetzt mehr Power darauf, mein Freund. Und zwar in Ozeanblau. Bekommst du jetzt. Und du bekommst Cargo. Kohle war das Problem, ne? Kohle. Der kann Kohle mitnehmen. Der Hopper kann es auch. 16 bis 20. Wie gesagt, da holen wir jetzt den Hopper. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das hat anscheinend geklappt. So, die Heiligenstädt-Geschichte. Müsste hier auch gleich einlaufen. Da kommt, glaube ich, einer. Ja, sieht doch gut aus. Details. Mittelmäßig. Ja, hier liegt... Oh, 300 Eisen. Ey, da wirst du bekloppt bei. Ich glaube, ich müsste da wirklich noch mehr drauf knallen. Sonst kriege ich das nicht weg. Muss da noch mal ran. Das ist, welche Linie ist denn das? Kohle, Heiligenstädt, da sind schon. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich, was da drauf ist. Da werden wir noch mal zwei drauf machen. Und jetzt sind wir richtig gut und richtig runtergedroppt. Was hier massiv teilweise ankommt, ne? Was da gebraucht wird. Das sind ja Massen von Waren. Massen. Und das ist... Das ist der Hammer. Das ist... Hier könnten wir eigentlich, wie gesagt, Benzin dann transportieren. Das könnten wir dann nach Wolzig liefern. Wäre echt eine Überlegung wert, das zu machen. Machen wir auch gleich. Ah, alles klar. Weiß Bescheid. mittlere Landstraße will ich haben. Ah, das ist... Ja, für die Strecke reicht es wirklich hin. Das ist so abartig. Das ist einfach nur abartig.
So. Dann holen wir uns hier nämlich auch Benzin, dann können die vielleicht was mit abzapfen. Für die kurze Strecke hier, und dann müssten wir hier theoretisch... Ah, ist ein Kopfbahnhof, ne? Das hier nochmal mit herliefern. Nochmal eine Straße quer rüberziehen. Straße. Nein. Und wenn das Verkehrsaufkommen hier zu riesig werden sollte... Na, komm. Komm. Mach hin, ne? Hallo? Na, endlich. Oh, das ist ja furchtbar, ey. Weil hier ist schon richtig was los. Mal einen anderen Tunnel nehmen. Vielleicht hier einen moderneren Tunnel. Das geht nicht. Kann ich dich auch nicht? So, dann machen wir mal so. Machen hier vielleicht auch gleich mal einen Kreisel rein. Machen hier mal was weg in der Mitte. So, dann haben wir vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen. Alter, Alter, da bist du wahnsinnig bei. So, dann bin ich mal gespannt, ob das auch klappt. Von hier. Also wir müssen uns auch mal wieder auf den Personenverkehr konzentrieren. Öl. Wolzig. Wir müssen uns da echt auch mal wieder Gedanken machen. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen weiter fördern. yes. Aber in Unterwolzig gehst du bitte auf die 6. So, danke. Unterwolzig. Glücklicherweise haben wir hier gleich Fahrzeuge. Aber keine Trams. Und dann die hier. Haben wir da was Neues? Nee, aber da kommt irgendwie nicht wirklich was bei uns zusammen, ne? Brauchen wir eigentlich nur Tanker. Wie das von A nach B transportieren, holen wir mal 20 Stück für Linie 1, die wir nicht benannt haben. Müssen wir gleich nochmal ran. Dann holen wir nochmal so 10 Stück für Ölwolzig. So, zack. Benzin. Halt, Wolzig, natürlich. Boeing. Ja, super. Alles klar. Boeing ist da. Nützt mir nur nichts. Solange ich keinen Flugplatz ausbauen kann mit zweiter Landedings. Wir haben es 1984. Normalerweise müsste ja mal langsam was passieren. Wäre schön. Hier kommen wirklich permanent Züge an. Ich würde es mir wünschen, wenn jetzt hier ich das mal ausbauen könnte. Bitte lasst mich ausbauen. Wieso kann ich hier nicht immer noch eine zweite Landebahn anbauen? Das muss doch möglich sein. Güterflughafen. Güterflugplatz. Flughafen? Flugplatz? Flughafen?
Lass mich raten, wir müssen einen komplett neuen Dings bauen. Tatsache. Shit. Oh, den kriege ich doch nie hier rein. Oh, wow, das wird aber echt brutal, den hier reinzubekommen. Ja, warte mal kurz. Wenn wir die Straße da wegnehmen. Dann bauen wir jetzt mal. Das hier dementsprechend mal kurz um. Straßen. Straßen. Na, machen wir mal so. So, Fehlermeldung weg. Fahrzeug im Weg. Okay, Fahrzeug im Weg. Das bedeutet mal ganz kurz. Da müssen wir mal gerade eingreifen. Wir machen gut Gewinn, das ist auch okay. Aber trotzdem müssen wir die Linie jetzt mal umändern. Denn wir wollen hier einen großen Flugzeug machen. Flughafen bauen, jetzt einen richtigen Flughafen. Na, tschüss. Ja doch, ganz ruhig. Wir bauen jetzt einen großen Flughafen. Und der passt doch hier hin. Terminal 3, Landeanlage links, rechts, können wir, können das sogar dementsprechend umbauen. Ja, die Frage ist, ob wir den dann im Griff haben. Ja, das ist ein Problem jetzt. Bete, dass das noch klappt irgendwie. Wir werden hier noch irgendwie eine Reichweite reinbekommen. Dass er das abdeckt, das wäre sehr wichtig. Betet, dass das klappt. So, zeig mal. Okay, der hat den. Okay, das sollte eigentlich klappen. Theoretisch. Ich hoffe. Ich hoffe. I hope so. Jetzt müssen wir das hier irgendwie anbringen. Na. Na, wie toll, wie kriechen. So, geht das. Okay, das haben wir. Weil... stopp. Oh, ernsthaft jetzt? Was ist das für eine ganz große? Nee. Oh,
Sowas gibt's doch nicht. Mach mal so, mach mal. Ja, das würde er nehmen. Okay, dann hätten wir es so. Dann krieg ich dich aber da nicht ran. Ah, das ist doch doof. Mist. Mist, Mist, Mist. Warte mal kurz, den bringen wir jetzt damit anbringen. So, dann haben wir den da dran. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir den irgendwie dann noch raufbekommen. Irgendwie. Na, da war's doch grad. Komm schon. So. Okay, die Linie geht noch. Ja. Sieht die Sache doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir endlich mal was Großes hier. Alle Güter. $64 Millionen. Holen wir uns erstmal 5 Stück hier. Reicht sogar nur für 2. Alter. Okay, dann mach mal. Achso. Okay. Boing. Boing. Endlich große Maschinen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die noch alles abladen hier. Autosave. Was ist denn los? Kannst du da nicht landen oder was? Maschinenschildorf. Okay, wahrscheinlich können die da nicht landen. Okay, alles klar, dann müssen wir. Wo ist denn das? Hier, das wird unproblematischer. Das wird unproblematischer. Aber liebe Freunde, der Umbau erfolgt erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und nicht vergessen, Abo da lassen und natürlich gerne auch die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.